Hallo Freunde, ich möchte euch wieder recht herzlich zu einer weiteren Folge Prey auf Talos 1 begrüßen. So, wir sind ja jetzt hier reingekommen, ohne dass wir irgendwas zerstören mussten. Das heißt, wir kommen auch an alle Sachen. Ach so. Wir können uns erstmal umschauen hier. Wie sieht's aus? 150, 100. Gut. Ich glaube, wir waren stehen geblieben. Charakteranpassung benötigt. Mal schauen. Ich weiß nicht, haben wir oben schon alles erledigt? Ich glaube ja. Wie viele Neuromods haben wir? Haben wir die schon alle aufgebraucht? Null. Ich glaube, dann ging es jetzt darum, dass wir... Vorsicht! Oh, Entschuldigung. So, dann werden wir jetzt mal schauen. Ich glaube, wir haben schon alles erledigt hier, ne? Haben wir hier noch irgendwelche... Ne, die haben wir alle beseitigt, die Typen. Die Schrotflinte, die nehmen wir noch mit. Hier, genau. Haben wir das noch? Ne, die Munition nehmen wir mit. Den Schrotflinte haben wir ja schon. 29 Schuss. Glutpatrone brauchen wir auch noch. Genau. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir die Munition. Mal schauen. Wir schauen uns hier mal ganz kurz um. Ob hier noch irgendwas Brauchbares ist. Zack, das haben wir alles schon weggesprengt. Hier drüben haben wir, glaube ich, auch schon alles erledigt. Hier ist auch nichts weiter. Haben wir schon alles geholt. Kann man nicht mehr. Der ist kaputt. Gut, dann wären wir hier soweit klar. Dann erfüllen wir unseren Auftrag. Gut. Ich denke, dann sind wir soweit. Den haben wir auch schon, ja. Dass wir hier die Schleuse öffnen können. Bereichskarte herunterladen. Richtig. So, und unser Auftrag ist ja, da unten einzutauchen. Ziele. Finde das Festplattenlaufwerk. Das werden wir jetzt auch finden. Und Mikrogravitation entdeckt. Gut. Sollen wir mal nach unten tauchen? So, wo ist das Festplattenlaufwerk? Da unten ist das Festplattenlaufwerk. Da unten müssen wir hin. So, dann müssen wir hier unten durch. 22 Meter. Hier unten muss es irgendwo liegen. Hier. Da liegt es. Hier durch. Ja, wir kommen hier durch. Ach, so einfach war das. Gut, dann wieder zurück. Datei-Server. Ach, da müssen wir jetzt wieder hin. Da müssen wir hoch oder runter, wie auch immer.
Und dann setzen wir das Festplattenlaufwerk ein da oben. Oh, Radioaktivität haben wir jetzt hier ein wenig. Das war's. Alle Laufwerke. Dateiserver. Brauche ich noch mehr? Scheinbar. So, wo sind die anderen? Gut. Wo ist das nächste Laufwerk? Brauchen wir noch eins? 4 Meter, da ist der Dateiserver. So, dann mal schauen. Ja. Ah. Mithilfe einer Backup. Jetzt hat er es gemacht. Ah ja. Gut gemacht. Ich hatte schon Angst, das Festplattenlaufwerk wäre beschädigt. Auf Chief Shows Arbeitsterminal können Sie den Fabrikatorplan herunterladen. Was macht dann stellen auch? Wir einen neuen Zündschlüssel her. Chief Cho. Schwerkraft normal. Wie komme ich zu Chief Cho? Ach, ich muss wieder zurück, ne? Reparieren? Ja, brauche ich jetzt nicht reparieren. Ich glaube, jetzt müssen wir... Mehrere Ziele. Komme ich da jetzt wieder raus? Ist immer noch abgesichert, die Ebene. Also hier komme ich noch nicht raus. Download Station? Ach, dann war das da oben wahrscheinlich, denke ich mal. Ein Phantom, na klar. Natürlich. Ein Phantom? Guten Tag, Freund. Das hat gewirkt. Oh. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich repariere das. Fertig. Die tauchen aber auch irgendwie auf. Was haben wir hier noch Leckeres? Ein Typhon-Organ. Ein Köder haben wir jetzt wieder. Ein abgelaufener Plasmabeutel. Psy-Hypo. Typhon-Organ. Oh, da komme ich noch nicht. Nein! Wollte ich gar nicht. Ich muss, glaube ich, nach oben. Schrotflinte ist gut. Und dann muss ich mich auch mal wieder healen. So, ist hier schon wieder was, irgendwas? Wieso? Da muss ich hin, ne? Hier kommen wir noch nicht rein. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Aber die Schrotflinte ist cool. Da unten ist da schon wieder irgendwas. So. Na wo denn du? Ach, Docking Station. Da haben wir es. Und Daten übertragen. Für den Zündschlüssel. Okay. Das scheint zu klappen. Ist hier noch irgendwie jemand? Aha. Die Schlüssel zum Königreich. Neues Ziel. Hol dir Alex Zündschlüssel im Arboretum. Morgen. Hier ist Jisho. Ja. Ich bin nicht tot. Sehr gut. Noch nicht. Ich weiß, Sie haben meine Stimme gefälscht, um reinzukommen. Jetzt sitzen Sie fest. Tolle Familie. Ich werde Ihnen helfen. Aber Sie müssen was für mich tun. Jemand, der sich als Koch ausgibt, hat Abby getötet. Abigail Foy. Das wissen wir ja schon. Sanitärleiterin. Richtig. Sie kennen sie nicht, aber sie war... Er ist noch da. Den Koch kennen wir. Er kann nicht abgehauen sein. Richtig. Wollen Sie was Gutes tun? Eine Sache?
Finden Sie ihn. Töten Sie ihn. Das mache ich. Sehen Sie auf meinem Arbeitsterminal nach. Dort ist ein Hilfsprogramm, das einen der Datenspeicher öffnet. Das ist ein redundantes Backup-System, das von der Station abgeworfen werden kann. Das ist Ihr Weg nach draußen. Sobald Sie drin sind, suchen Sie nach der manuellen Entriegelung. Morgan, wenn Sie reinkommen, bringen Sie die Station wieder in Ordnung. Nicht für die Wissenschaft oder die Zukunft. Für die Besatzung. Bitte. Verlass dich drauf. Daniel Shaw, neues Ziel. Töte den falschen Koch. Gut, das heißt, wir müssen ja erstmal wieder rauskommen. Kommen wir denn jetzt wieder raus? Herstellung mithilfe eines Backups. Öffne den Datenstreich. Speicher in der Datenzentrale. Was war das denn eben wieder? Ah, da sind schon wieder die Mimics unten. Ich muss schon wieder in die Datenzentrale. Programm. Datenspeicher A, Datenzugang, Datenspeicher. L entriegelt, Herstellung mithilfe eines Backups. Öffne den Datenspeicher, Herstellung des Backups. Flucht, Datenzentrale. Gut, komme ich denn jetzt raus? Ich glaube ja. Ah, da sind doch schon wieder meine Freunde. Ich habe keinen Glühschaum mehr. Verschau mir die Schaumkanone. Alter Schüsse. Wir werden mal Folgendes machen. Wir werden erstmal Meatpack einhauen und dann haben wir noch ein bisschen irgendwas anderes Leckeres. Natürlich nicht. Kurz mal zwischenspeichern und dann mal gucken, ob wir jetzt rauskommen. Das ist sehr gut. Kommen wir noch nicht raus. Da komme ich noch nicht raus. Warum? Ich bin in der Datenzentrale. Ich glaube, ich muss da nochmal wieder nach unten, wa? Oder? Hier. Die Schrotflinte ist genial. Trotzdem. Zentral. Transstar. Was ist das hier für ein Typ? Ach, hier kann ich noch nicht ran. Haben wir schon. Haben wir schon. Die Datenzentrale. Mehrere Ziele. Datenspeichermodul. Ich komme. Okay. Nochmal da hoch. Falsch. Wo muss ich denn jetzt da noch hin? Mehrere Ziele, Datenspeichermodul. Was hier drüben ist noch ein Datenspeichermodul? Dann wird doch hier bestimmt auch wieder so ein Vieh sein, ne? Ja. Ach, da muss ich hin. Autsch! Verdammt! Oh nein. Gehört ein Viertel. Tatsächlich. Okay, Freunde. Dann gibt es hier noch ein Datenspeichermodul. Das? Ich ahne ja schon was. Hier rein? Nee, ne? Okay, dann wollen wir mal den Knopf drücken. Klack. Ja, klar. Neues Transcript. Halten zum Hören. Mio,
Dr. Calvino. Was geht's? Ich bin krank. Völlig neben mir. Ich glaube nicht, dass ich zu meiner Schicht kommen kann. Okay. Soll ich... Hä? Was ist nur los? Ich bin im Außenbereich. Ach so. Das ging ja doch ein bisschen schnell. Und da soll ich jetzt das andere Datenmodul suchen? Thermal Phantoms können Mimics rufen und mit einer Aura superheißen Plasma umgeben, bevor sie angreifen. Brennende Mimics sind immun gegen Feuerschaden. Toll. Jetzt sind wir also im Außenbereich. Da wollte ich nicht hin. Mikrogravitation entdeckt. Du bist nicht das, was sie dir sagen. Hast du uns gehört? Neue Zellkulturen werden abgestoßen. Wie ein Virus bekämpft. Ach Gott, wir sind wieder im Außenbereich. Ja. Wo muss ich jetzt hin hier? Aha, das ist das Fenster. So, wie komme ich jetzt raus hier? Was habe ich denn hier alles? Teifenköder, Nullwellentransmitter, genau. Nehmen wir nochmal die Schrotflinte, ne? So. Hauptaufzug, ne. Wo muss ich denn überhaupt hin hier? Da ist nix. Da ist auch nix. Der ist gut. So, jetzt mal gucken, was wir überhaupt für Ziele haben. Stelle deinen Zündschlüssel hier. Ich dachte, den haben wir jetzt schon. Hol dir Alex Zündschlüssel. Okay. Gut. Ich dachte, ich habe meinen Zündschlüssel schon hergestellt. Also brauchen wir noch irgendwelche Zutaten. So. Ach so, hier komme ich. Das war nichts. Komme ich denn jetzt hier hin? Das bringt auch nichts. Setzen oder was? Muss ich denn hier machen? Gut, hier schwebe ich jetzt erstmal toll. Aha. Ah ja. Morgen, morgen. Jetzt haben wir es geschafft. Chief Eleazar, die Luftschleusen der Talos sind versiegelt, aber es gibt da eine Öffnung im Frachtraum. Ich glaube, sie kommen von dort auf die Station zurück. Ja. Öffnung im Frachtraum. Frachtraum. Also muss ich bis dahin wieder schweben. Ich liebe es, im Außenbereich zu schweben. Weil die Steuerung so unwahrscheinlich genial ist. Und wir werden auch kaum angegriffen. Aber wir müssen zum Frachtraum. Da soll eine Öffnung sein. Weiten des Weltraums.
Wir fliegen mit 5 Metern pro Sekunde durch den Raum. Aha. Sie sind außerhalb Ihres Gefängnisses. Ja, ist ja dieser Ort. Vielleicht wollen Sie fliehen? Flieg nicht. Es ist nicht sicher dort draußen. Ja, der ich besuche dich gleich. Wissen Sie ja. Sie haben Kopfschmerzen? Sehen Dinge? Das ist kein Fieber. Okay. Sind keine Halluzinationen. Nein, ich weiß. Etwas kommt. Schneidet sich durchs All. Wenn wir noch hier sind, wenn er kommt, er schreit so laut, dass wir ihn in unserem Kopf hören. Er ist noch weit weg, aber er kommt näher. Er wird ihr Gefängnis fressen, jeden an Bord. Und er wird immer noch Hunger haben. Wohin wird er dann gehen? Ich sehe Sie bald wieder in Ihrem Gefängnis, M.U. So, müssen wir jetzt hier irgendwie reinkommen. Hier spricht Dr. Dayo Igwe. Ich sende an alle Kontakte in der Nähe. Bitte hören Sie mir zu. Mir geht der Sauerstoff aus. Und ich habe keinen Raumanzug. Nach einem Unfall im Frachtraum war ich gezwungen, mich in diesem Container zu verschanzen. Aber ich kann hier drin nicht an die Station andocken. Ich sehe Sie morgen. Wir haben den Frachtraum verschlossen und sicher. Fürs Erste. Super. Wird schwierig, hier reinzukommen. Ja. Dank der Explosion gibt es keine Luftschleuse mehr. Vielleicht können Sie was mit den Frachtcontainern anfangen. Ich soll die Dr. Dingensbums da retten. Ja, wie komme ich denn da rein hier? Frachtcontainer. Ist hier denn nicht irgendwo? Ne, hier komme ich nicht rein. Frachtraum. Kein Frachtraum. Container. Also hier können wir wieder raus. Gut, hier können wir nichts machen. Zeitdruck ist ja toll. So, wie komme ich jetzt hier rein? Erstmal in die richtige Position eventuell. Kommen wir da oben vielleicht rein? Das ist die Containersteuerung. Aha. Jo. Das ist ja gar nicht so einfach. So. Jetzt sind wir fest. Da können wir nichts machen, ne? Nummer eingeben. Ja, was für ein Code denn? Containernummer eingeben. Ach so. Hier kann ich nichts machen. Containernummer eingeben? Ja, was für eine Containernummer? Das wollte ich nicht. Was weiß ich, was für ein Container? Drin, ne? Hier ist dicht. Genau. Das sind keine Container. So. Und dann? Ich
Gerade sind wir jetzt jedenfalls schon mal erstmal in der Bewegung. Was ist das denn da? Diese grünen Punkte. Bedeuten die irgendwas? Ach so. Auf die Entfernung. Das ist eine menschliche Leiche. Ist hier vielleicht ein Knopf? Ja? Desto besser gefällt sie mir. Versuchen Sie, einen intakten als Luftschleuse zu verwenden. Okay. Ach so. Verriegeln. So, und dann verriegeln. Also das geht nicht. Oh, die Steuerung ist ja der Hammer, ey. Den Intakten soll ich suchen, okay. Da unten ist ja noch so ein Ding, ne? Oh, daneben. Verdammt. So, jetzt bin ich erstmal drin und jetzt. Verriegeln. Achso, das haut auch nicht hin. Also hier komme ich auch nicht hin. Ja, wie soll denn das gehen, Mensch? Ich war noch an der Containersteuerung. Da ist auch noch einer. Da ist auch noch so viele Container. Na, die Zeit ist abgelaufen. Oh Mott, alles klar. Da haben wir jetzt schon was gesucht, das ist ja toll, aber deswegen kommen wir nicht vorbei. Rot? Der kann es nicht sein. Docke Dr. Engels Container an. An den Außenbereich ein. Na, wo ist sie denn? Die Ingram. Wo befindet sich die denn? Definitiv nein. Okay. Also der Weg scheint erstmal nicht richtig zu sein. Jetzt werden wir mal in den Außenbereich gucken. Und dann gehen wir hier nochmal rein. Hier soll ja irgendwo eine menschliche Leiche sein. Wo war die jetzt noch? Ach der. Also das kann es nicht sein. Die Grafik ist ja der Hammer, ne? Wir gucken ins Inventar.
Fahrziel. Also, begib dich, habe ich, docke einen Frachtcontainer an, Außenbereich. Besitzt eine ID-Nummer. Wenn ich die Nummer in das Containersteuerung setze, kann ich die Steuerung manipulieren, alles klar. So eine. So, und die ID-Nummer? Die ID-Nummer. Wo finde ich die ID-Nummer? Ach so. So, welchen nehme ich dann? So, wo ist das Terminal? Ich nehme jetzt den hier. Da ist das Terminal. Lesen. Ich nehme jetzt den da. Mal gucken, ob das klappt, was ich mir vorstelle. Fünf, sechs, vier, fünf. Container Autopilot, ja. Da haben wir es. Frachtcontainer andocken. Ach, das. Mensch. Verdammt. Bitte warten Sie, während der Frachtcontainer seine Position einnimmt. Da ist der Frachtcontainer. Mensch, das war ja einfach. Wenn man weiß, wie es geht, ja. Das ist ja jetzt für eine Zeit abgelaufen.